Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 11. Dezember. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier. Ich habe heute einige Technikthemen für euch vorbereitet. Ich erzähle euch über Bitcoin, Vodafone, Amazon, YouTube, Google, Apple und von Weihnachtsgeschenken. Loslegen mag ich aber mit einer kleinen, etwas traurigen Erwähnung aus eigener Sache. Das hier ist meine letzte Woche Geek Talk Daily. Warum und weshalb? Ich habe es euch in den Shownotes verlinkt. Es gab hier vorletztes Wochenende eine Sondersendung von uns dreien quasi zu dem Thema. Dort wird alles erklärt. Möchte nur an dieser Stelle hinweisen, es ist das letzte Mal quasi, was mich für eine Woche hört quasi. Ist geplant zumindest so. Ich bin ein bisschen traurig, ich bin ein bisschen emotional. Ich hoffe, man wirkt nicht allzu sehr. Ich werde diese Woche nicht mehr großartig darauf hinweisen. Ich wollte nur gleich zum Anfang das sagen, ehe ich zu den News komme. Und zu denen komme ich jetzt auch. Wir beginnen bei Bitcoin und da ist es aktuell extrem schwierig, dass man ja so tatsächlich davon berichtet, was der tatsächlich wert ist. Er ist sehr wertvoll, er steigt auch die ganze Zeit, aber er fällt auch die ganze Zeit wieder. Mittlerweile gibt es mehr oder minder die Warnung von vielen Seiten und die kann ich nur wiederholen. Bitcoins wechseln sehr, sehr, sehr stark. Innerhalb von 90 Minuten sind mittlerweile Kurseinbrüche von bis zu 20% möglich. Das könnte sich auch weiterentwickeln. US-Behörden warnen davor, Europäische Zentralbank warnt davor. Es ist kein Anlageprodukt, es ist kein Sparbuch. Das Ding soll eine Währung sein. Währungen müssten stabil sein. Es ist damit auch keine Währung, weil es ist einfach viel zu instabil. Fakt ist, ich werde mich jetzt auch aus den Wasserstandsmeldungen von Bitcoin verabschieden. Da könnte ich euch jetzt erzählen, dass der 16.000 Dollar, 17.000 Dollar, 13.000 Dollar ist. Eben aufgrund der großen Schwankungen ist es nicht aktuell nicht wirklich möglich, da großartige Zwischenberichte zu geben. Fakt ist, er schwankt mehr denn je und ist sehr instabil, aber aktuell natürlich auch sehr, sehr viel wert. Wir kommen zu Vodafone und da gibt es eine Änderung. Vodafone möchte nächstes Jahr ganz stark auf Gigabit-Ausbau setzen. 12,6 Millionen Haushalte in 13 Kabel-Bundesländern sollen nächstes Jahr Gigabit-Geschwindigkeit bekommen. Da muss man dann natürlich auch sehr stark auf den Ausbau des Glasfasernetzes setzen. Immer wenn was Neues kommt, heißt das auch das Ende von alten Dingen. Ab Sommer 2018 wird Vodafone Schritt für Schritt in all diesen Regionen auch analoges TV und Radio abschalten. Insofern seid gewarnt, wenn ihr irgendwo im Vodafone-Kabel-Digitalnetz zu Hause seid, werdet ihr dort auf digitale Angebote des Anbieters ausweichen müssen. Die gibt es dann auch, das ist natürlich die positive Nachricht. Die negative Nachricht ist, dass eben das analoge Angebot eingestellt wird. Wir kommen zu Amazon, da gibt es gleich mehrere Meldungen. Die erste Amazon-Meldung ist eine positive. Amazon hat seinen Amazon-Music-Dienst in viele weitere Länder ausgeweitet, darunter Belgien, Island, Bolivien, Bulgarien, Liechtenstein, Niederlande, die Tschechische Republik, Panama, Schweden, Finnland, Portugal, Estland, Polen, Ungarn, Uruguay, also wirklich viele dabei, sind nicht alle in den Shownotes, findet ihr die komplette Liste. Was aber auch bedeutet, dass wenn quasi Amazon Music ausgeweitet wird, in diesen Ländern jetzt auch die Echos angeboten werden, bedeutet Amazon Alexa kommt in 28 weitere Länder. Wir machen weiter bei Amazon und da geht es jetzt zu zwei Einstellungen. Die erste ist vielleicht jetzt nicht ganz so krass, aber ich kenne Leute, die das auch tatsächlich nutzen. Amazon bot bisher an, dass man für 24,99 im Jahr einen Cloud-Speicher bekam, auf den man Musik übertragen konnte, die dann auch über diese Dienste quasi geführt werden konnte. Kostenlos kann man 250 Titel übertragen, gegen diesen Beitrag von 24,99 250.000 Titel. Dieses Angebot wird jetzt leider eingestellt. Ebenfalls eingestellt in Deutschland wird das Amazon Drive-Angebot. Dort konnte man ja unendlichen Speicher bekommen für 69 Euro im Jahr. In den USA wurde dieses Angebot bereits eingestellt. Jetzt ist es auch in Deutschland soweit. Alle die, bei denen es gerade aktuell noch läuft, beziehungsweise die bis zum 1. Dezember ihre Abbuchung hatten, die können das dann auch tatsächlich weiterhin nutzen für ein Jahr lang. Nachher ist allerdings Schluss. Die Preise danach sind jetzt auch recht gut, aber eben nicht unlimitiert und dafür war Amazon bekannt. Für 100 GB zahlte 19,99 im Jahr, für 1 Terabyte 99 Euro im Jahr, für 2 Terabyte 199 Euro im Jahr. Da gibt es andere Anbieter, die günstiger sind. Man kann diese Speicherplätze beliebig nach oben quasi setzen. Wenn ihr 10 Terabyte haben wollt, kriegt ihr die, bezahlt aber 1000 Euro im Jahr. Da gibt es auf jeden Fall günstigere Lösungen. Es geht auf das Jahresende zu und es gibt die ersten Jahresrückblicke. Achim hat letzte Woche vom Spotify-Jahresrückblick berichtet. YouTube hat jetzt auch einen. Ich habe es euch verlinkt. Dort der erfolgreichste Künstler war Julian Bam. Der taucht gleich 6-mal in den Top 10 Nicht-Musikvideos auf. Bei den Musikvideos gibt es keine großartigen Überraschungen. Das deckt sich auch mit den Jahresrückblicken der anderen. Apple hat übrigens auch seinen veröffentlicht. Luis Fonsi mit Despacio stellt Platz 1, Ed Sheeran mit Shape of You Platz 2 und BBH mit How It Is, Wop Wop, was auch immer das ist, stellt Platz 3.
Wir bleiben bei YouTube. Die sollen angeblich im März 2018 ihr eigenes Musikservice anbieten. Ja, YouTube Red geht ja eh schon mehr oder minder ein bisschen in diese Richtung, und dass YouTube irgendwie versucht, sich hier zu monetarisieren, ist natürlich naheliegend. Auch mit Musik hat YouTube natürlich sehr viel zu tun. Darf gespannt sein, aber es gibt jetzt sehr konkrete Pläne, dass sich da im März nächsten Jahres etwas tun soll. Da wird euch dann jemand anderer darüber berichten. Wir kommen zu Google oder bleiben bei Google, weil YouTube ist ja auch ein Google-Produkt. Dort können Stars jetzt auf Suchanfragen direkt per Video antworten. Google bietet Stars die Möglichkeit, sich quasi dort ein Video hochladen zu können. Und man kann dann eben, ja, Stars können direkt per Video antworten. Das ist natürlich eine sehr nette, unter Anführungsstrichen, interaktive Geschichte. Wir kommen zu Apple. Die haben am Wochenende die TV-App jetzt auch in Deutschland freigegeben. Die ersetzt die alte Video-App auf dem Amazon, also auf dem Apple TV, und bündelt dort vor allem irgendwie Anbieter zusammen. In Deutschland ist das Amazon Prime Video, das ja letzte Woche auch freigegeben wurde, noch überraschend, Sky Ticket, die RTL-App, TV Now Plus, die ZDF-Mediathek und eben die Film-App, generell die alte, die es da gab, plus noch den Anbieter Mumbi, der mir nichts sagt. Netflix fehlt übrigens in dieser Liste, bleibt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Grundsätzlich eben mal die nette Bündelung mehrerer Dienste. Wir bleiben bei Apple. Dort gibt es eine neue, sehr wichtige Personalentscheidung. Johnny Ive, der Designchef, hat sich ja mehr oder minder zum Tagesgeschäft zurückgezogen in den letzten 2 Jahren. Jetzt kehrt er allerdings zurück. Ive übernimmt wieder das Designteam komplett und ist damit wieder voll im Tagesgeschäft dabei. Ob es irgendwie da Gründe gibt, dass es da ein paar Probleme mit gewisser Hardware und gewissen Designs gab, weiß man nicht. Also, dass es die gab, weiß man, aber ob das der ausschlaggebende Grund ist, weiß man nicht. Trotz allem, Johnny Ive ist zurück. Die letzten 3 Meldungen sind nur so kurze Weihnachtsmeldungen. Die erste betrifft auch noch Apple. Geht mal in die Apple Store App. Achtung, nicht das App Store, sondern da gibt es ja noch eine eigene App, die heißt Apple Store. Gebt dort in der Suche Let It Snow ein und schaut, was passiert. Ein nettes Weihnachts-Egg, weil Easter ist ja nicht. Ist ganz nett, ist es nicht wichtig, aber kann man mal machen. 2 kleine Weihnachtsgeschenktipps vielleicht noch an dieser Stelle. Auf der einen Seite das Google Pixel 2 und das Pixel 2 XL. Durchaus 2 gute Android-Handys, die direkt von Google ja kommen, werden jetzt anlässlich Weihnachten für 200 Euro gesenkt jeweils. Ist natürlich eine nette Preisersparnis. Und auf der anderen Seite, diese Woche startet ja auch Star Wars. Bedeutet, wir bekommen wieder Milliardenprodukte mit Star Wars-Theme. Unter anderem auch das OnePlus 5T in einem Star Wars-Theme. Da hat sich jetzt auch herausgestellt, dass das auch nach Europa kommen wird, beziehungsweise man es irgendwie hier zumindest kaufen kann normal. Insofern ja, für all die Star Wars-Fans, die nach der Woche noch nicht genug haben, wenn dann endlich Episode 8 rausgefallen ist, gibt es dann vielleicht auch die Möglichkeit, denen ein Star Wars-Handy zu schenken oder Star Wars-Rasierer oder Star Wars-Staubsauger-Roboter. Samsung hatte welche im Angebot, habe ich auch noch in den Shownotes für euch verlinkt, das ist ganz lustig. Ja, da gibt es jede Menge Auswahl für Star Wars-Fans. Jede Menge Auswahl gibt es hoffentlich auch diese Woche noch, was die News betrifft. Es freut mich, dass ihr bis hierher ausgehalten habt und mir zugehört habt. Wir hören uns dann morgen wieder. Ich freue mich schon darauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.